So, willkommen zu Part 3 von Alarmstufe Rot. Nein, natürlich. 3 auf Seiten der Sowjetunion. Ah, jetzt schon? So, dann landen wir einmal. Eine Einheit wird angegriffen. Einheit verloren. Der Feind ist hier! Ja. Unser Verbündeter wird angegriffen. Angriff! Wie im Ausbildungsvideo. Jawohl! Wie Sie befehlen. Okay. Verstärkung so schnell wird eingetroffen. Schwere Verluste gemeldet. Wir unterstellen unseren Amphibien-Stingray ihrem Kommando. Aktivieren. So, dann grillt mal ein bisschen. Das sind quasi die Tesla-Spulen des Wassers. Alles entladen! So. Eine Einheit wird angegriffen. Elektroden aufladen! Die Zeiten sind, glaube ich, auch seit Generals vorbei, dass es der Sammler noch große Strecken fahren muss. Das ist jetzt quasi immer direkt gegenüber. Einen Moment bitte. So, dann gehen wir mal hier ins Wasser wieder rein. Reversion beendet. Einsatzziel erreicht. So, jetzt kommen die MBFs. Voller Stolz. Dieses Land wird leiden. Neues Einsatzziel erhalten. Bauen Sie eine Kaserne an der Marinewerft. Das dürften wir, glaube ich, gerade eben so hinkriegen. Rechnen Sie mit Gegenangriffen. Ich glaube, was Sie gleich sagen wird, ist, dass die Ressourcen zwischen uns und dem Co-Kommandanten immer gleichmäßig aufgeteilt werden. Das heißt, es bringt jetzt nichts, wenn ich jetzt beide hier alle vier kralle. Von hier werden wir unser Mütterchen Russland von diesen Imperialisten zurückerobern. Eigner Bauplatz. So, das Bauen ist bei jeder Fraktion übrigens anders. Feindliche Einheiten entdeckt. Bau abgeschlossen. Beachten Sie, dass Ihr Co-Kommandant Zugriff auf Ihre Ressourcen hat. Alle Einkünfte gehen zu gleichen Teilen an Sie und ihn. Okay. Spot, er baut das auch so. Wird gebaut. Flak. Ungeeigneter Bauplatz. Flak können wir übrigens auch ins Wasser bauen. Neue Bauoptionen. Jetzt wird gesammelt. Wird gebaut. Neues Bonusziel erhalten. So. Dann fahren die Sammler schon mal hin und her, das heißt, Geld wird schon mal transferiert. Bau abgeschlossen. Warum baut ihr ihren Hafen bei mir vor die Tür? Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Jetzt wird gesammelt. Ungeeigneter Bauplatz. Systeme bereit. Okay, ich weiß auf jeden Fall schon, was wir kriegen hier für Einheiten. Das sind eigentlich sehr so gute Einheiten, die Dreadnoughts. Das sind quasi die Artillerie der Meere. So, dann brauchen wir noch eine Kaserne. Wird gebaut. Noch so ein Türmchen mal hier. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Wird gebaut. Zu wenig Energie. Kümmern wir uns jetzt erst um neue Energie. Die baut er jetzt auch gerade. Also wir haben in der etwas andere Baureihenfolge. Er hat schon die Kaserne gebaut, während wir nur bisher auf Rohstoffe gegangen sind. Bau abgeschlossen. So, wieder online. Wird das gebaut. Heißt, die Kaserne. Und wir fangen jetzt gleich an, die Stingrays zu bauen. Wird gebaut. Denn wir werden diese Mission hauptsächlich auf dem Wasser ausführen. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Einsatzziel erreicht. Wird gebaut. Und wir brauchen auf jeden Fall mehr Strom. So, wir brauchen den Müll, unseren General Müll. General Krukow würde über ihre Niederlage keine Träne vergießen, mein Freund. So ein Fehlschlag wäre für meine Autorität äußerst unerfreulich. Und er würde Krukows Machtgier und Einfluss vergrößern. Machen Sie ihm einen Strich durch die Rechnung. Ja, man merkt schon, der Premier und der General sind keine Freunde mehr. Ich guck gerade mal, ist interessant. Die haben sogar so Stelzen ein bisschen Wasser runtergebaut. So. Hallo, ich will rauszoomen. Feindliche Stützpunkte entdeckt. Neues Einsatzziel erhalten. Ich muss gerade mal gucken, wie das jetzt hier mit dem FPS aussieht. Ja, das sind stabile 30. Okay. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ja, sehr schön. Energiezufuhr.
Verstanden. Dann reißen wir mal hier. Da sind die Dreadnoughts. Die versuchen wir zu befreien. Einheit verloren. Nochmal. Wir wollen noch ein paar Stingrays hinterher. Spulen bereit machen. Feindliche Einheiten entdeckt. Geben Sie den Befehl Position beziehen, hilft Ihnen Ihr Co-Kommandeur bei der Verteidigung. Eine Einheit wird angegriffen. Brauche hier nichts verteidigen. Gute Arbeit. Diese Abwehrsysteme schützen Ihren Stützpunkt vor Angriffen. Dreadnoughts sind einsatzbereit. So, da sehen wir jetzt die Macht der Dreadnoughts. Intakte Dreadnoughts! Mit diesen Schiffen erobern wir Vladivostok zurück! Verstärkungen sind eingetroffen. Wir kommen! Müsste funktionieren! Batterien sind aufgeladen! Wenn der Premier uns jetzt sehen könnte! Ich frage mich, wieso das Schiff da bleiben kann, er aber rumfährt. Ihre Besatzungen sind bereit. Unzureichende Mittel. Batterien sind aufgeladen. Eine Einheit wird angegriffen. So leicht geben wir uns nicht geschlagen. Na, kommen noch ein paar Raketen. Wir müssen sie vernichten. Dreadnoughts, jetzt bomben wir das Reich in Grund und Boden. Stabil. Irgendwelche Freiwilligen. Die Feinde der Union werden brennen. So, wir bauen direkt noch ein paar mehr U-Boote. Stingrays. U-Boote kommen später erst. Sehen uns dort. Feindliche Einheiten entdeckt. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Wir werden für unsere edle Sache kämpfen. Aufgeladen. So. Die Marineeinheiten gehen sogar so weit, wie ihr schon bei den Streamings gesehen habt, dass die auch an Land gehen können. Etwas Ähnliches gibt es bei den Alliierten. Da können die Zerstörer einfach an Land fahren. Feiglinge, verschwindet aus unserem Land. Neues Einsatz. Die Feinde der Union werden brennen. Batterien sind aufgeladen. Testen wir die Systeme. Alle Systeme stabil. Ist da draußen was? Verstanden. Das Wasser wird sich rot färben. Ich bin bereit. Okay. Irgendwelche Freiwilligen? Feindliche Einheiten entdeckt. Wir kommen. So, schnell nach vorne. Eine Einheit wird angegriffen. Ups. Einheit verloren. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Unser Verbündeter wird angegriffen. Das Wasser wird sich rot färben. Unser Verbündeter wird angegriffen. Ja gut, dann müssen wir hier noch ein paar Boote mal abwerfen. Die Invasoren haben gegen unsere Dreadnoughts keine Chance. Vorwärts, Genossen. Testen wir die Systeme. Wir kommen. Eine Einheit wird angegriffen. Die Feinde der Union werden brennen. Stingray. Feindliche Einheiten entdeckt. Die Japaner sitzen auch sehr viel auf Nanotechnologie. Alle Systeme stabil. Batterien sind aufgeladen. Das ist unser Tag, Genossen. Batterien sind aufgeladen. So, dann können wir jetzt hier mit den Booten in diesen Engpass rein. Vorwärts, Genossen. Dann, oi. Diese Gewässer gehören Russland. Aufladen! Wenn der Premier uns eine Einheit wird angegriffen. Tut gut, wieder russische Gesichter zu sehen. Wir setzen ihre Gebäude in Stand. Kein Problem. Einheit verloren. Finde ich gut. Lasst nicht nach. Spulen bereit machen. Feindliches Wir haben Gebäude schon Schlimmeres erlebt. So, das da hinten platt machen. Dann sind diese Teile der Gewässer auch schon mal sich auch mein Auge juckt wieder so extrem. Feindliche Einheiten entdeckt. Alle Systeme stabil. Sehen uns doch. Spür die Macht der Sowjetunion. Ja, so, jetzt geht's. Erobern wir die Weltmeere. Ah ne, ihr könnt glaube ich direkt einfach darüber schießen, ne? Unser Verbündeter wird angegriffen. So. Spulen bereit. Müsste funktionieren. So. Systeme bereit. Irgendwelche Freiwilligen? Brauchen wir noch einen Ingenieur.
wenn ich das Ding hier erobere, werden alle meine Fahrzeuge, Wasserfahrzeuge, automatisch repariert. Feindlicher Stützpunkt. Das will ich doch gerne haben. Was soll ich tun, Jörg? Haben wir. Kein Problem für jemanden wie mich. Wird gebaut. Stingray, sehen uns dort. Seefahrer-Patrioten-Helden. Seefahrer-Patrioten-Helden. Orbitalregen bereit. Systeme bereit. Feindliche Einheiten. So, da sind die Schlachtschiffe des Stenos. Sehen, was passiert. Testen wir die Systeme. Verstanden. Spulen bereit machen. Das klingt irgendwie immer wie Schwule bereit machen. Spulen bereit. Aufladen. Shen lacht so im Hintergrund, das hat sie wahrscheinlich auch die ganze Zeit gedacht. Meine Forschungen. Mal sehen, wie viel sie aushalten. Ja, genau so. Batterien sind aufgeladen. Okay. Mehr Saft. Drück den Knopf. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Okay. Testen wir die Systeme. Müsste funktionieren. Dann fahren wir schon mal zurück. Verstanden. Feindliche Einheiten entdeckt. Batterien sind aufgeladen. Trockendock erobert. Wohin soll's gehen? Das Wasser ist herrlich heute. Batterien sind auf die Feinde der Union werden brennen. Eine Einheit wird angegriffen. Macht ihnen ein Ende. Diese Gewässer gehören Russland. So. Batterien sind aufgeladen. Das war erfolgreich. Vorwärts. Spulen bereit. Müsste funktionieren. Alles. Es könnte nämlich sein, dass die Hafenstützpunkte sind zerstört. Ausgezeichnet. Konzentrieren Sie sich jetzt auf die kaiserliche Garnison und vernichten Sie sämtliche Reichstruppen, die im Hafen sind. So, dann können wir bis dahin vorrücken. Batterien sind aufgeladen. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Testen wir die Systeme. Neues Einsatzziel erhalten. Eine Einheit wird angegriffen. Irgendwelche Freiwilligen? Einheit für uns. Unzureichende Mittel. Unser Verbündeter wird angegriffen. Batterien sind aufgeladen. Systeme. Mal sehen, wie viel sie aushalten. Ja, das war jetzt, ne? Alle Systeme stabil. Unser Verbündeter wird angegriffen. Ich zeige Ihnen die Gegend. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ja? Kommandant, wenn Sie nach wie vor auf unserer Seite stehen, helfen Sie mir! Läuft doch. Was hast du denn? Ich habe zwar alle meine Schiffe verloren, aber immerhin. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Feindliche Einheiten entdeckt. So. Hoppala. Diese Gewässer gehören Russland. Ziel wählen. Ich schmeiße mit Müll nach euch. Wenn der Premier uns jetzt sehen könnte. Okay. Wie viel Zeit habe ich eigentlich noch? Eine Minute knapp. Okay. Feindliche Einheiten entdeckt. Ausbildung. Sie haben einen Palast auf unserem Boden? Dafür bezahlen Sie. Alle Mann auf Gefechtsstation. In den Krieg. Helfen wir mal eben kurz da den Truppen die Abwehr auszuschalten. Ausbildung abgeschlossen. Wird gebaut. Ausbildung abgeschlossen. Sie so, jetzt greift das Ding an. Ausbildung abgeschlossen. Ziel angreifen. Ausbildung abgeschlossen. Sie werden eliminiert. Feindliche Einheiten entdeckt. Batterien sind aufgeladen. Die Feinde der Union werden brennen. Mein Palast? Rührt ihn ja nicht an. Das werdet ihr bereuen. Das war der Sohn des Thanos. Der Nanoschwamm ist quasi so ein Schutzschild. Eine Einheit wird angegriffen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Schalte um auf Standardprozedur. Unser Verbündeter wird angegriffen. Warnung. Nanoschwarm geortet. Ich glaube, dass das der Nanoschwamm war. Ich weiß es gerade gar nicht. So, gucken wir, sehe ich die Energieanzeige noch? Ja, sehe ich. Dann gucken wir jetzt einfach zu, wie die Energieanzeige sinkt. Und nach der Mission mache ich dann den Cut. Und dann müssten eigentlich genug Videos da sein, bis ich wieder aus
Berlin zurück bin, damit wir dann weitermachen können. Stingray, Fahrwerk aktiviert. Irgendwann macht es Bumm und dann war es das. Ja, Zeit ist um. Wahrscheinlich, wenn ich gerade ankomme, dann macht es Bumm. Feindliche Einheiten entdeckt. Spulen bereit. Ja, fast. Bumm. Einsatzziel erreicht. Eine Einheit wird angegriffen. Ja, exzellente Arbeit. Der Hafen gehört uns und die Truppen des Reichs ziehen sich zurück. Einheit verloren. Siegreich. Ole, ole. Oleg. Keine Ahnung. Gut, das war's an der Stelle und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss.